Stelle, wenn ihr sagt, was, du hast deine Ex gestalkt. Ich kann euch überhaupt gar nicht sehen an der Stelle. Oder konnte euch nicht sehen, weil die Scheinwaffe genau zwischen euch. Ich bin komplett blind. Oh, ich glaube, es läuft schon. Es läuft schon? Ja, Gabi, es läuft schon. Oh mein Gott, es hat schon völlig angefangen. Oh mein Gott, Prost, lieber Olli. Prost. Auf alles Neue, was jetzt beginnt. Es beginnt was Neues? Ja, na schau doch mal, es ist doch ganz anders als vorher. Auch stimmt. Das kann doch unmöglich Filmtipps mit Gabi und Olli sein. Nein. Denn das, was ihr gerade seht, ist... Das ist etwas völlig Neues. Ich hatte schon mal davon gesprochen, dass wir unser Format vielleicht ein bisschen ändern wollten, weil uns die Themen vielleicht ausgehen könnten. Ja, oder auch die Lieblingsfilme dann irgendwann auch durch sind. Genau. Und deswegen, dass wir uns vielleicht allgemeiner einem normalen Film-Podcast oder wie auch immer das heißt, wenn man das Video dazu sieht. Ist das ein Podcast dann noch? Nee, Podcast ist ja nur Ton, oder? Ja. Oder? Ja. Also jetzt wäre es ein Podcast. Jetzt ist ein Podcast. Okay. Nee, also dann sowas halt, ne? Und wir einfach allgemein ein bisschen darüber unterhalten, was ist los in der Welt des Films oder in unserer Welt des Films. Also was haben wir gesehen? Das heißt nicht mal, dass es um das Neueste vom Neuen geht. Nee, ehrlich gesagt eigentlich eher so, was haben wir jetzt so seit dem letzten Mal, dass wir bei Filmwelt mit Gabi und Olli, was ja noch nie war, zusammengekommen waren, was wir da gesehen haben, oder? Genau. So. Es könnte sozusagen eine immer Samstag früh erscheinende monatliche Sendung sein. Einmal im Monat und dann haben wir einen Zettel, wo dann draufsteht, ich habe im letzten Monat Folgendes gesehen, gekauft oder erlebt oder gehört oder freue mich auf im nächsten Monat auf. Und das können natürlich dann auch ältere Sachen sein, die man halt jetzt da halt gesehen hat. Oder es können auch ganz neue Sachen sein. Und der Vorteil für uns ist ein bisschen, dass wir erstens ein bisschen planen. Wir müssen ja schon was vorbereiten, trotzdem. Aber es ist eben nicht so, dass wir dann so drei Filme immer so raussuchen müssen. Genau. Und da seid ihr jetzt aber auch gefragt, uns vielleicht noch... Tipps zu geben oder Anregungen, was für eine Art von Unterkategorien man so haben. Weil ich habe zum Beispiel mir so pauschal aufgeschrieben, was habe ich letztens gesehen, ne? Was habe ich endlich mal gesehen. Das könnten dann zum Beispiel auch ältere Filme sein. Wenn ich dann endlich mal Prisoners gucke, der seit Jahren im Muss ich noch gucken, DVD liegt. Habe ich ihm vor vielen Jahren empfohlen und er hat ihn immer noch nicht gesehen. Worauf freut man sich besonders? Deswegen habe ich zum Beispiel auch mal die aktuelle Cinema mit hingelegt. Von denen wir kein Geld kriegen, obwohl wir jetzt das Bild in die Kamera halten. Nein, aber dann könnte man zum Beispiel auch manchmal gucken, was da so, ne? Was so kommt. Und da sehe ich sogar was ich heute kurz ansprechen möchte. Genau. Ja. Und was haben wir noch, oder was habe ich vorzuschauen, oder was habe ich mir auf meine To-Do-Liste geschrieben und worüber man einfach auch mal so reden könnte. Zum Beispiel, was hatten wir vorhin? Frauen in Filmen. Genau, Frauen in Filmen. Weil wir da ein Defizit haben, laut Biene. Das stimmt auch. Nur weil wir irgendwann mal bei den Q&As nicht sofort wussten, wie namhafte Schauspielerinnen heißen, die uns gut gefallen. Weil wir überhaupt gar keine Namen wussten. Weil wir Frauen nicht auf Schauspieler, nicht auf ihren Namen reduzieren, so sieht's aus. Genau. Sondern rein aufs Optische. Das kann man uns ja unmöglich vorwerfen. Und so sieht's aus. Und ich könnte zum Beispiel auch, was auch eine Idee wäre, sagen, guck mal, seit dem letzten Mal habe ich mir Folgendes zugelegt, nämlich das Ghostbusters Afterlife quasi Making-of-Buch. Was total hübsch ausschaut und was ich mir nachher gleich angucken Das würde. Ist sehr schön. Da müssen wir gleich mal einen kleinen Nachruf. Evan Reitman ist gestorben, ne? Ja. Vor zwei Wochen oder sowas. Jetzt wahrscheinlich, wenn diese Folge kommt. Eineinhalb Wochen, würde ich sagen. Dann schon zwei Wochen, ja, zweieinhalb Wochen. Sehr traurig, da waren wir gerade mal im Kino, ne? Und zack. So schnell geht's manchmal. Ja. Also der Regisseur von Ghostbusters, dem alten. Ja. So, womit wollen wir jetzt anfangen? Ich fange einfach mal mit einem Film an, den ich gesehen habe und der mich sehr beeindruckt hat. Nämlich den für mich neuesten Ridley Scott-Film namens The Last Duel. Mit Matt Damon. Ja. Und, Matt Damon. Und einem Ben Affleck, den man eigentlich gar nicht so richtig erkennt. Natürlich habe ich mir jetzt den Namen der Schauspielerin nicht gemerkt, die das ganz toll macht. Das habe ich wieder sehr gut gemacht. Wir kennen ja Ridley Scott als großen Historienfilmmacher schon aus anderen tollen Filmen, Königreich der Himmel oder Gladiator. Also ich finde jedenfalls beide Filme irgendwie toll, mit jeweiligen Abstrichen. Egal. Und der hat eben jetzt einen Ritterfilm gemacht. Und wer jetzt denkt, das ist so ein typischer Action-Ritter-Kracher, der wird ziemlich enttäuscht. Denn im Grunde genommen ist es wie eine Art, wie soll ich das sagen, eine Art Sozialdrama. Auch eigentlich eine Art Schilderung eines Vergewaltigungsfalles im Mittelalter und eine sehr, wie ich finde, vielschichtige Frauengeschichte, die dort erzählt wird, auch ganz viel erzählt wird über das Schicksal von Frauen in der Zeit, was wiederum auch was über Frauen in der heutigen Zeit erzählt.
Und der Clou an dem Film ist, ohne jetzt zu viel zu verraten, der Film fängt so ein bisschen an, dass man sich denkt, okay, was wird es hier? Und entfaltet sich aber im Laufe des ganzen Films, finde ich, sehr, sehr spannend, weil er dreimal dieselbe Geschichte erzählt, aber aus anderen Perspektiven. Mhm. Und auch, was eben auch sehr schön ist... Nacheinander. Nacheinander. Und es sind eben auch einzelne Stellen, die in allen drei Erzählungen sozusagen vorkommen. Aber was da gespielt wird, ist sehr, sehr fein unterschiedlich. Weil das jeweils die Wahrnehmung des gerade Erzählenden sozusagen ist. Okay. Und das ist wirklich spannend. Also vor allem, ja, jetzt müsste ich wissen, wie die Frau heißt, aber die Schauspielerin macht es ganz toll. Ich kann den Film wirklich wärmstens empfehlen. Spielt da auch Adam Driver mit? Nee, das ist ein anderer Film. Ja, doch, das ist der Film mit Adam Driver. Der ah, ja. Gegenspieler von Matt Damon. Dann habe ich davon gelesen, ja, doch. Und der ist wirklich sehr gut. Aber der ist jetzt gerade, ich meine, der hat auch gerade kam noch House of Gucci, das ist auch ein Ridley Scott. Jodie Comer? Comer, kenne ich nicht, sagt mir gar nichts. Nee, kannte ich auch noch nicht, aber jetzt kenne ich sie. Waren wir im Kino? Wir waren auch irgendwann im Kino, aber es ist schon eine Weile her. Ne? Den habe ich ja nicht im Kino gesehen, den habe ich mir... Ach, den hast du... Bin nämlich jetzt, ich habe jetzt eine neue Videothek. Ja. Weil die letzte Videothek in Heilbronn hat geschlossen. Es war schrecklich. Aber eine Frau, die dort arbeitet und kurz bevor die Videothek schloss, war ich nochmal da, hat mir erzählt, dass es eine Videothek in Hanau gibt, die auch Filme per Post verschickt. Und da habe ich mich jetzt angemeldet und da lasse ich mir jetzt Filme extrem altmodisch schicken. Aber der ist doch gar nicht so alt, der Null-Film. Nein, das ist ganz neu. Eben, aber trotzdem, das ist gerade total alles verwirrend, wie die Filme erscheinen, dadurch mit dem Streaming-Diensten und manchem Kino und dann auch trotzdem aber parallel und... Sehe ich eigentlich jetzt total schief aus, weil das ist so ein bisschen tief. Das macht nichts. Wenn ich das machen würde, dann rutscht mein ganzes Kinn nach rechts runter. Ich nehme mir einfach den Opernführer hier, leg den hier hin. Ah, oh, ist viel besser. Kann ich mich aufstützen, bin ich ganz so schief. Hätten wir doch die Kindersitzauflage aus dem Auto geholt, das Ablage für den Ellenbogen von der Gamertag. Ja, das wäre schön gewesen. Ich mache einfach so. Wir haben auch mal ein bisschen Kino geguckt, das ist schon wieder ein paar Tage her, aber und zwar haben wir uns Dune angeguckt, auch auf... Nein! Doch. Schön. Ja. Haben wir noch nicht gesehen. Die habt ihr noch... Nein. Nicht gesehen? Nein, ich habe den mir nur ausgeliehen. Aha. Eben für... Also bei der Bibliothek. Sehr cool. Und haben wir so ein bisschen zu Hause Kino gemacht und der war gut. Also ich bin jetzt glaube ich, nicht so, dass ich sage so, das muss jetzt ja, aber der... Planen die da noch weitere Teile? Ja, schon. Also bei Erfolg, die Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt. Eben, weil die haben doch jetzt... Also ich glaube, die mindestens ein... Ich habe das Buch nie gelesen. Aber was ich faszinierend finde, ist, dass er auch so als unverfilmbar oder als schwer verfilmbar galt. Ja. Hat mich ein bisschen an Herr der Ringe erinnert, weil das auch immer gesagt wurde, das ist so schwer zu verfilmen. Aber ich finde, in dem Moment, wo es dann einer relativ souverän macht, guckst du drauf und denkst so, naja, ist doch eine gut erzählte Geschichte, kannst du doch so... wo ist denn das jetzt das Riesenproblem? Also ist, ich glaube, so weil ich in dem Buch einfach die Atmosphäre, die durch die sehr teilweise sehr blumige und poetische Sprache, die da sozusagen erzeugt wird in dem Buch, schwierig im Film nur durch Erzählung der Story umgesetzt werden kann. Ich glaube, das ist eher so. Ich dachte, das war die Komplexität der ganzen Familien. Auch das musst du ja irgendwie erzählen. Also ich finde, er hat mir sehr gut gefallen. War ein großes Action-Spektakel, oder Biene? Und bin auf den zweiten gespannt. Und, ich muss den auch unbedingt sehen. Bin aber nicht voll gefiebert. Also das muss ich jetzt auch sagen. Denn das ist ja Villeneuve. Ja. Denis Villeneuve. Genau. Oder Dennis, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Der eben auch Prisoners gemacht hat. Ja. Da schließt sich der Kreis. Den ich extrem gut finde, den Regisseur. Und dann haben wir beide einen Film gesehen. Also da haben wir schon zufällig drüber geredet, den ich auch in den Ring werfen wollte, weil auch relativ vor kurzem im Kino, oder war der auch direkt Streaming? Ich weiß es nicht mehr. Aber Last Night in Soho. Da haben wir den Trailer im Kino gesehen, also vermute ich, dass der auch im Kino kam, oder? Ja. Und den hast du ja auch gesehen. Und ich habe ihn noch 2 Wochen vorher gesehen, oder 3 Wochen. Und da haben wir uns schon mal kurz drüber unterhalten. Das ist auch ein sehr spannender Film. Von wem war denn der? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Edgar Wright. Edgar Wright. Und das ist so ein bisschen irreführender Genre-Mix. Ja. Weil es so ein bisschen Coming of Age anfängt und dann in Grusel, Psycho, Thriller, Horror mit... überraschendem Ende und sowas. Ich hatte beim Trailer was komplett anderes erwartet, ja. Weil der Trailer so sehr eben diese visuell, also der ist ja visuell sehr ansprechend gemacht, finde ich. Ein paar tolle. Es gibt, wir haben schon mal eine tolle Tanzszene. Also es geht darum, dass ein Mädchen sich auf einer Modeschule
Mode? Ja. Ja. Modeschule einschreibt und da so ein bisschen so eine, aber so eine Außenseiterrolle einnimmt und dann in einem alten Zimmer sich einmietet, weil sie aus dem Wohnheim raus möchte und dann sich da in nachts in so die 60er Jahre zurückträumt, in eine konkrete andere Mädchenfigur, die damals Sängerin war, hinein. Und dann gibt es so Tanzszenen, wo man dann immer mal die eigentliche Figur, in der sie quasi jetzt sich geistig befindet oder die sie so quasi verkörpert, und dann aber auch sie selbst wieder, und das wechselt immer im Tanz so. Du siehst, erahnst, dass sie dann irgendwie hinter der Kamera mal schnell die durchgetaucht sind und die nächste bei dem Mann an der Hand und sowas tanzt. Und da gibt es auch ganz viele Stellen, wo sie eben mit Spiegeln viel gearbeitet wird. Was weiß ich, sie geht in diesen Tanzsaal hinein und läuft die Treppe runter und ist dann, und da sind eben auch schon Spiegel an der Wand. In den Spiegeln sieht man sie wirklich und Vorne ist eben diese andere Frau, diese 60er-Jahre-Person. Und das ist wirklich schön. Wir haben so ein bisschen in das Making-of reingeguckt. Mhm. Und was uns auch beiden sehr gut gefallen hat, war, dass das eben tatsächlich echt gemacht ist, dass sie eben dann eine Glaswand haben und das dann eben spielen. Und das also nicht gesagt, CGI, das sondern die Weasley-Zwillinge fauchen kurz auf, damit sie halt im Spiegel und vorm Spiegel dieselben Leute platzieren könnten, nur das Mädchen halt anders aussieht. Also, und dann zum Schluss wird es halt echt auch ziemlich heftig und oder überraschend, also auch ein bisschen überdreht, aber... Wir waren beide vom Film insgesamt angetan, ja, bis zu einem gewissen Punkt. Und ab dem Punkt... Dann hat es euch abgestoßen? Nee, sie haben einfach viel... Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie man es beschreiben soll. Sag doch du mal. Überdreht. Ja, ich fand den Schluss ein bisschen enttäuschend, weil die spielen ja die ganze Zeit natürlich damit, ob sich das nur in ihrem Kopf abspielt oder ob da wirklich ein realer Bezug ist. Und ich finde es einfach sehr enttäuschend, dass sie sich zum Schluss dann doch entschieden haben, dass es doch irgendwie was Übernatürliches an sich hat. Genau so, weil und dass sie sich auch so in die Vergangenheit geträumt hat und es nicht nur eine Psychose ist. Und dass sich das eben so klar entscheidet. Eben, wenn man eben nicht weiß, wenn es offen geblieben wäre, ob es... Es könnte ja trotzdem so gemacht sein, dass man am Schluss nicht weiß, ist es jetzt real oder ist es ein Traum? Aber es ist am Ende des Tages, finde ich, ein guter Gruselfilm, wo du dich auch mit so... ein paar kleinen Täuschungsmanövern, die man auch nicht immer glaubt, weil man genau weiß, das wäre jetzt zu offensichtlich, dass derjenige eigentlich der ist und so. Aber mir hat das Spaß gemacht. Dazu. Ich wollte nur sagen, das ist ja auch nicht klar. Sie scheint ja etwas Übernatürliches, so einen Sinn dafür zu haben. Sie scheint ja Geister zu sehen oder verstorben genau, zu sehen. Genau, weil ihre Mutter war ja auch so. Das finde ich ja auch spannend eigentlich. Deshalb auch der Ansatz von einer Psychose oder so. Ist das nur, also sieht man Geister ja oder nein? Das fand ich halt so spannend, dass sie da ja schon vorbelastet ist. Sie geht ja nicht... Ach, plötzlich sehe ich wen rein. Ihr merkt, ein spannender Film. Ja, schaut ihn euch an. Ich finde ihn nämlich auch musikal, also der Soundtrack ist einfach teilweise Hammer, finde ich. Die Auswahl der Musik. Total gute Laune 60-Musik. Ja, aber auch sehr klug eingesetzt. Mhm. Und es ist sehr viel Musik. Manchmal war es mir fast schon ein bisschen zu viel, weil fast immer Musik drunter läuft. Der Titel beruht ja auch auf einem Lied, ne? Auf einem Song irgendwie. Das ist ein... Weiß ich gar nicht. Und Eloise. Ja, Eloise taucht auf. Bei Eloise, heute Abend, wenn ihr das jetzt guckt, heute ist Samstag, der 5.3. Heute Abend kommt wieder Born to be Wild, wenn alles gut geht. Da ist die Premiere von Born to be Wild. Die nicht die zweite Premiere, also die Nicht-Corona-Premiere. Die quasi zweite Premiere, ja. Nachdem wir das jetzt seit über 2 Jahren Proben mit uns rumtragen und immer durch Corona ist wieder verschoben worden, ja. Stattfand und jetzt endlich hoffentlich stattfindet. Klopf. Was habe ich noch so gesehen? Wir haben uns zum Beispiel... wir haben angefangen, die James-Bond-Filme in chronologischer Reihe, Reihenfolge, so heißt das Wort, in chronologischer Reihenfolge anzugucken. Und haben wir zumindest angefangen, und zwar in wo einer... Wo seid ihr jetzt? Wir haben den zweiten gesehen jetzt. Oder? Wow, ihr habt sie alle in chronologischer Dr. No und Liebesgrüße aus Moskau. Nein, Goldfinger haben wir auch schon gesehen. Okay, das ist der dritte, ne? Ja, ja. Genau. Und Goldfinger. Ja, wir haben schon mal angefangen. Toll! Ja, jedenfalls in einer restaurierten Fassung, was echt cool ist. Also das ist schon, wir hatten da vor kurzem schon mal darüber geredet, dass natürlich die Patina sozusagen bei solchen Filmen auch immer schön ist. Ja. Aber in dem Fall ist das wirklich ein ziemliches Highlight, wie die Filme, wie die Farben sind, wie scharf die sind. Das ist schon toll. Ja, ich habe da auch schon, manchmal ist es toll, wie schön das aussieht, manchmal ist es mir dann zu viel des Guten, dann muss man von Fall zu Fall unterscheiden, weil ich dann immer denke, ach Gott, die alten Filme sollen auch alt aussehen für mich, aber ich bin auch jetzt kein riesen 4K-Freund oder irgendwie das alles so, oder die mega hochauflösenden Fernseher oder sowas, da bin ich sehr altmodisch. Sind wir das nicht beide? Irgendwie schon. Irgendwie altmodisch? Gabi bestellt sich DVDs zum Ausleihen, ja. Post.
Checkliste über Post. Andere klicken auf ihren Streaming-Dienst und der Gabi wartet auf die Post. Ja, aber die sind sehr, sehr zuverlässig und sehr schnell. Das sind die besten Brieftauben im ganzen Land. Ja, absolut. Der Gabi bringt eine neue DVD, juhu. Oh ja, ich war auch im Kino und ich habe einen Film gesehen. Da war ich sogar alleine im Kino, weil ich wusste, dass Andi da nicht reingehen möchte. Ich habe den Film gesehen, Moonfall von Roland Emmerich, der Katastrophenfilm, wo der Mond der Erde bedenklich nahe kommt. Bedächtig, bedenklich. Und weil er aus seiner Bahn kommt. Ich wollte einfach einen schönen Katastrophenkracher sehen. Ich mag das ja, das wisst ihr ja jetzt schon. Und er wurde leider ein wenig enttäuscht, weil selbst für Roland Emmerich-Verhältnisse ist der Film so hanebüchen in seiner Handlung. Es ist so abstrus. Ja, was hast du denn erwartet, dass das irgendwie eine logische... Naja, bei Day After Tomorrow, da ist das wenigstens noch einigermaßen gesettelt in einem realen Szenario. Ich verrate auch nicht zu viel, wenn ich sage, dass der Mond in dem Film eben ein nicht von der Natur, sondern von außerirdischen Wesen geschaffenes Objekt ist. Und zwar, jetzt kommt's, jetzt verrate ich ehrlich gesagt schon den Schluss, egal, hört jetzt weg, quasi von unseren Vorläufern, also von unseren Ahnen, die haben das gebaut, die hatten eine ganz tolle Zivilisation und haben diesen Mond gebaut und dann haben sie eine KI entwickelt und die KI wird irgendwann so, wie das immer so ist bei KIs, die merkt dann irgendwann, hey, ich bin doch eigentlich viel klüger als die Menschen und die Menschen sind mein Feind. Und dann bringt die KI alle Leute um, bis auf ein paar wenige. Und hatten wir zwar lange nicht. Ups, Matrix 4. Der Mond ist quasi wie so eine Art Rettungsbarke, die halt da zur Erde geschickt wird, um dort wieder die Erde entstehen zu lassen. Und da entstehen dann die Menschen, also wir, und wir sind quasi die Nachfahren dieser Sache. Aber jetzt ist diese KI in dem Mond drin. Das ist wie so eine Art, das ist wie Yggdrasil die Viele. Kennt ihr nicht Yggdrasil die Viele aus der unendlichen Geschichte? Dieses Wesen, was aus ganz, ganz vielen kleinen Fliegen zusammengesetzt ist, wie so ein Schwarm. Das ist eine Schwarmintelligenz. Ach so. Wir sind Borg. Jedenfalls ist die da drin in dem Mond und deswegen verliert der Mond seine Umlaufbahn und kommt deswegen immer näher. Und dann muss natürlich jemand hochfliegen. Ah, da, hier. Also die Cinema gibt vier von fünf Punkten. Es sind auch wenig Zerstörungsaufnahmen. Fuck the Moon. Wo Emmerich draufsteht, ist noch immer Emmerich drin. Ja, aber kein Effekte guter, Action Deluxe. Selbst für... Ja, es ist schon Action. Ja, es macht irgendwie auch Spaß. Aber man muss sein Hirn so komplett ausschalten. Geil. Das mag ich nicht. Bei Day After Tomorrow muss ich mein Hirn nicht komplett ausschalten. Was ich gestern angefangen habe zu gucken, so halb mit Biene, was ich schon länger mal gucken wollte, ist eine Serie, nämlich Cobra Kai. Ja, was war das nochmal? Das ist quasi eine Serie basierend auf Karate Kid. Aha. Hast du davon gehört? Nein, aber den Begriff vorher, den ich jetzt nicht nochmal aussprechen kann. Cobra Kai. Cobra Kai. Das war quasi... Das ist der Cobra Kai. Ist ja der Fortsetzung von Schneekönigin. Die Cobra Kai und die Cobra Gerda. So, nein. Ich dachte Cobra Kai. Das waren die Bösen quasi bei Karate Kid. Der böse Dojo war Cobra Kai Karate, hat der gelehrt. Okay. Und das ist eine Serie, die ist nicht neu, die gibt's schon ganz lange. Die startete früher auf YouTube, da gab es sie aber nur auf Englisch. Dann hat Netflix die Rechte irgendwie erworben. Und jetzt gibt es sie auf Deutsch, sogar in zwei Synchronisationen, habe ich jetzt gestern erfahren, nämlich die Netflix-Synchronisation. Ja, und dann haben sie für die DVD- und Blu-ray-Auswertung noch eine andere Synchronisation gemacht. Warum auch immer. Haben zu viel Geld. Und das ist eine schöne Serie, die nämlich total auch auf Nostalgie geht, weil sie halt diesen Geist dieser alten Filme so ein bisschen weiteratmet. Aber es spielt sozusagen jetzt ja in der heutigen Zeit, 30 Jahre später. Und Hauptaugenmerk ist anfangs auf den... 40. Also, ja, egal. Aber die ist ja schon ein bisschen älter, die Serie, ne? Doch, fast 40. Ja, aber sie ist ja, wie gesagt, schon, also ich glaube so. Basiert, also die Hauptfigur mit ist Johnny Lawrence, der im ersten Teil sozusagen dieser Blonde, der im ersten Teil am Schluss verloren hat, der diesen Kranich-Kick abgekriegt hat. Ja. Und sozusagen lange her. Ja. Der Hauptschüler war von den Bösen. Ich dachte, du hast Karate-Kid ein bisschen mehr auf dem Schirm. Nee, nicht so. Erzähl es Biene. Erzähl es Andi.
Seht's doch die. Und der ist halt total, also du siehst halt, was aus dem geworden ist. Der ist so ein bisschen so ein älter. Leck mich am Arsch Haltung und hat einen Sohn, der mit dem er nicht klarkommt und sowas. Und es ist ein bisschen auch so, dass die Geschichte ähnlich verläuft. Da kommt ein Typ auf ihn zu und den er rettet vor irgendwelchen, also mehr schlecht als recht, vor anderen Typen, die ihn verkloppen. Und den hilft er dann halt und dann sagt, hey, bring mir doch auch Karate bei und so. Na gut. Und nebenher gibt es dann auch noch Danny LaRusso. Heißt er Danny? Also halt Ralph Macchio. Daniel LaRusso heißt er. Und der hat ein Auto. Wir zeichnen uns in dieser Folge durch extremes Nein. Halbwissen aus. Nein! Daniel LaRusso. Und quasi der Karate-Kid, ne? Ja. Der ist halt ein wahnsinnig erfolgreicher Autohausbesitzer. Aha. Und die treffen sich dann wieder und so. Es ist wirklich schön. Ich bin erst bei Folge 4, aber er erzählt eine schöne Geschichte. Macht total Spaß zu schauen. Und die ist jetzt wo? Auf Netflix? Die ist jetzt auf Netflix. Ah, ja. Oder auf Blu-ray. Vielleicht kannst du dir die von. Vom Falken schicken lassen. Vom Falken? Vom Sperling? Der Videosperling ist wieder da. Wollte ich nur mal sagen, wollte ich nämlich schon länger mal gucken, habe ich dann gestern einfach mal angefangen und guckt sich so weg. Wir haben angefangen, American Horror Story mal zu gucken jetzt. Mhm. Die erste Staffel haben wir angefangen. Ja. Und ich bin da schon irgendwie auch fasziniert. Ich war ja der Überzeugung, dass ich die erste Staffel schon gesehen hätte, nur da wir sie jetzt gucken und mir das alles so gar nicht bekannt vorkommt, glaube ich, dass ich die erste Staffel tatsächlich noch nicht gesehen habe. Ich weiß nicht genau, wie dieser Typ heißt. Heißt er Peter Evans oder so? Peter Evans? Der erinnert mich mal ein bisschen an Christian Friedel. Der hat so einen Chrissy Friedel-Look, so ein kleines bisschen. Christian Friedel, ihr kennt ihn aus der letzten Folge. Ich habe wahrscheinlich dann, keine Ahnung, welche Staffel das war mit Voodoo, die dritte oder fünfte. Das ist ja später dann. Die habe ich auf jeden Fall gesehen. Ich bin ein bisschen verwirrt. Weil die erste habe ich mir ja von dir mal ausgeliehen auch, ne? Die hättest du sie ja aber schon haben müssen. Dann müsstest du sie ja kennen. Ja, aber da dachte ich dann auch, ich hätte sie gesehen, aber wahrscheinlich habe ich sie dann doch nicht gesehen. Das ist das Problem, wenn man alles erstmal nur ausleiht und es dann nicht ungesehen wieder zurückgibt und denkt, man hat es vielleicht gesehen. Ja. So. Genau. Ich habe noch zwei Sachen, aber ja, die Folge ist ja drei eigentlich sogar. Aber die muss Folge ja auch, ist ja jetzt schon. Das ist ja auch ein lang. Pilot, der muss ja auch später mal für einen Monat reichen. Also später das stimmt. Dieses Format. Das stimmt. Das kann auch ein heute ist ein bisschen blöd, wir haben uns heute extrem spät getroffen und haben noch drei Folgen Filmtipps vor uns. Aber ja, das wird heute ein harter Nachmittag. Und gehen in die Endproben-Woche von Born to be Wild. Auch das noch. Nein, ich habe noch, was suche ich jetzt? Ich suche noch eines raus. Zwei. Letztens haben wir relativ viel Monty Python geguckt. Mhm. In letzter Zeit, was auch mal wieder sehr schön war. Wobei du ja erzählt hattest, dass im Jugendclub bei dir, Theaterjugendclub, so etwa nur 50% Monty Python überhaupt noch kannten. Was ein bisschen das sind so Sachen, da musst du halt von deinen Eltern wahrscheinlich rangeführt werden. Oder wenn von die irgendwelchen das Kumpels. Und du hast es mal zufällig, ja, die dann von ihren Eltern rangeführt wurden. Und vielleicht, ja. Das ist halt nicht, das fliegt dir nicht so zu mehr. Man denkt das so, das muss man doch kennen, aber... Wir wollen jetzt da auch, also was wir alles gucken wollen, das ist verrückt. Wir wollen auch die Filme alle so chronologisch gucken. Da haben wir tatsächlich jetzt schon ein bisschen... Hättet ihr damit angefangen, die Filme chronologisch von Monty Python zu gucken, wärt ihr jetzt schon fast durch. Nein, wir haben ja mit Monty Python's Flying Circus... Denkt das übrigens nicht, es ist viel. Monty Python's Flying Circus haben wir komplett durchgeguckt. Du hast von den Filmen geredet. Und dann müssen wir jetzt eigentlich Wunderbare Welt der Schwerkraft gucken. Haben aber jetzt schon Live at Hollywood Bowl geguckt. Dann würde ich natürlich gerne noch Fawlty Towers auch gucken später. Diese John Cleese. Das ist ja nicht direkt Monty Python. Nein, aber die John Cleese-Serie. Das hängt alles so mit zusammen. Das ist alles ein großes. Alles noch mit John Cleese und mit Eric Idle und sowas anguckst. Das wird. Dann kannst du ja gleich noch die Fisch namens Wanda filmen. Eben, und eben. Und noch eben. Hier hast du die schon mal gesehen? Fisch namens Wanda. Ja. Das muss man dann alles irgendwie. Warum hat den eigentlich noch keiner vorgestellt? Hat noch keiner vorgestellt, ne? Fisch namens Wanda. Stimmt. Guckt euch mal Fisch namens Wanda an. Toller Film. Den haben wir noch nie vorgestellt. Nee, wilde Kreaturen hatte ich aber. Du? Bei Tierfilmen, ja. Und ansonsten, das Letzte, was ich sagen wollte, ist Kings of Hollywood, habe ich gesehen. Ein Film mit Robert De Niro und Tommy Lee Jones. Und Tommy Lee Jones sieht so unfassbar alt aus, dass ich mir dachte, wie ist das möglich? Der sah doch vorher schon so alt aus. Aber ja, er sieht aber noch älter aus. Immer noch eine Furche dazu. Was heißt Furche? Wenn die Augen weiter so in seinen Kopf fallen, dann ist es irgendwann sind sie ganz hin. Der kann selber sein Gehirn sehen. Nein, das ist gemein. Entschuldige. Tommy, wenn du das siehst, das meint er nicht so. Weit. Tommy, aber, if you see that, aber it's just a joke. Er sieht so alt. You've got wonderful eyes, Tommy. Yes, you've got wonderful you. Eyes. I love you in Batman Forever. Der Film ist... ja, eine Glanzleistung. Der Film ist ganz witzig. Robert De Niro ist ein relativ erfolgloser Filmproduzent und... hat den großartigen Plan, einen Film zu machen, eben mit Tommy Lee Jones, der ein früherer Western-Star ist, war.
Und das Ziel ist, dass er möglichst schnell stirbt bei irgendwelchen Aufnahmen, damit er die Versicherungssumme kassieren kann. Weil er sich denkt, damit verdient er mehr als mit dem Film. Und er hat auch Schulden, bei Morgan Freeman hat er Schulden, weil er sich vorher schon Geld geliehen hat für einen Film, die Killernonnen, den er produziert hat, der nicht so ein großer Erfolg wurde. Und der hat halt Schulden. Dass am Schluss, hinter dem Abspann, kommt noch der Trailer von Killernonnen. Der ist wirklich auch so lustig. Nein, also das ist ja so, wie so ein Quentin Tarantino. Und irgendwann macht einer den Film, wie ein Machete oder sowas. Und der Film ist einfach so ein Hollywood, eine Liebesgeschichte, eine Liebeserklärung an Hollywood in den 70er Jahren. So. Und auch irgendwie witzig gemacht und ist jetzt kein großer Film. Er ist auch wirklich sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr einfach erzählt. Aber ist kein Prequel, Sequel oder Nein, Remake. Aber er macht Spaß. Er macht, ist einfach ein netter Film. Das ist schön. Ja, Kings of Hollywood. Was so kommt demnächst? Kommt eigentlich endlich Indiana Jones 5? Nee, der ist gedreht. Der ist abgedreht. Der ist gedreht? Ich glaube, er ist gedreht, ja. Sie haben ihn abgedreht? Ich habe ein paar Sachen... ich bin schon ganz abgedreht. Trailer gesehen. Es kommt ja jetzt gerade diese Woche oder nächste Woche, dann startet irgendwie zum Beispiel der neue Batman-Film. Habe ich auch den Trailer gesehen? Das ist alles sehr spannend. Bin ich zum Beispiel, obwohl ich großer Fan bin, gar nicht so gehypt, weil ich denke, ja, es wird ein düsterer Batman, der wird immer düsterer. Es wird immer noch düsterer. Ich bin gespannt, ich freue mich drauf, aber ich muss da zum Beispiel... Wer spielt ihn? Robert Pattinson. Ach, genau. Der glitzernde Altvampir. Genau. Dann habe ich den neuen Trailer von dem nächsten Jurassic World Film gesehen. Oh ja. Hast du ihn auch gesehen? Nein, ich weiß bloß, dass er da kommt und ich finde es spannend. Es sind dann unglaublich viele Dinosaurier, ne? Und was macht Chris Pratt? Pratt, er fährt auf dem Motorrad. Und ich denke, ganz klar, die Dinosaurier sind ja jetzt überall auf der Welt, ne? Weil es ist ja jetzt, die sind ja wirklich... Am Schluss jetzt, ist ja quasi, ne? Und Chris Pratt kann es nur retten, indem er wieder wahnsinnig schnell auf dem Motorrad fährt, wie in jedem Film. Das ist super. Und sie hat wahrscheinlich hochhackige Schuhe. Aber im Rahmen dieses Ganzen, was ja jetzt, ich sag nur Ghostbusters und oder auch Spider-Man und so, es hat schon wieder was, dass die ganzen alten Leute wieder auftauchen. Laura Dern ist dabei, Jeff Goldblum ist dabei, genau. Und Sam Neill auch. Und halt auch nicht nur anscheinend in so kleinen Cameo-Auftritten, sondern... richtig inhaltlich eingebunden. Und das hat er natürlich damit, das ist gerade irgendwie total angesagt. Dass die dann diese ganzen kommen. Nostalgie-Dinger. Läuft, ich stehe drauf. Ist sozusagen wie so eine Art Weiterführung dessen, wovon du mit Ruben vor kurzem, glaube ich, warst, dass du gesprochen hast. Dass quasi zurzeit fast aus, oder haben wir das gesprochen, dass fast ausschließlich Stoffe verfilmt werden oder ganz viele Stoffe verfilmt werden, wo es schon mal was gab. Ja gut, das ist die Zeit der Fortsetzungen, Remakes, Reboots, Prequels, Sequels, ist ja schon seit irgendwie jetzt gefühlt 20 Jahren irgendwie. Jetzt, aber es ist so krass, dass so wenig Originalgeschichten jetzt bei, sagen wir mal, bei größeren Filmen gemacht werden. Ich wollte gerade Independent oder ja, in kleineren gibt es ja schon. Wenn man sich drauf bei den größeren Sachen lieber drauf verlassen will, ach komm, dann machen wir jetzt lieber noch einen Jurassic Park Film, anstatt irgendwas anderes, wo man nicht weiß, wie es dann läuft. Es ist ja am Ende des Tages auch trotzdem immer wieder unterhaltsam. Also, und ehrlich gesagt, ich habe im Ende letzten Jahres den Spider-Man-Film im Kino gesehen. Also ich stehe total drauf, wenn dann Sachen wieder eingebunden werden, die ich vorher geliebt habe und die ich gemocht habe. Also wenn dann plötzlich alle auftauchen. Bei mir funktioniert das und ich freue mich dann auch auf... Bei mir funktioniert das also auch. Obwohl ich trotzdem sagen muss, allein im Trailer, es tauchen so viele Dinosaurier auf und dann habe ich nochmal über den ersten Jurassic Park nachgedacht und da war jeder Moment... wo ein Dinosaurier kam, ein besonderer Moment. Und das, wo du darfst im Nachhinein, das dauert ja eine Dreiviertelstunde, bis überhaupt einer kommt, weißt du? Und dann denkst du aber, diese Einstellung vom T-Rex, wie er dann in den Spiegel ist, wie er zum Schluss in dieser Halle steht und brüllt und dieses Plakat runterfällt, das sind ganz besondere Momente, weil das noch nicht so überlaufen ist mit Sauriern. Jetzt rennen die da wild rum und du hast 20 in einer Einstellung oder sowas, das ist auch beeindruckend, aber es inflationiert natürlich auch ein bisschen. Tja. So sieht's aus. Ist aber halt schon auch länger her. Und ist auch eine ganz andere Art, wie der gemacht wurde. Ja, natürlich. Mark Spielberg hat natürlich eine andere Vorgehensweise. Der ist ja mehr noch so... Animatronics und sowas auch. Naja, auch wie man das erzählt. Genau dieses, wie lange halte ich den Zuschauer überhaupt hin, bevor du überhaupt siehst, was die jetzt sehen. Aber das ist ja auch so. Das ist ja auch oft... das war ja auch der erste seiner Art. Ne? Ich meine, dann wusstest du ja, dass Dinosaurier kommen beim zweiten Teil. Da musst du ja nicht mehr anderthalb Stunden warten, bis du den ersten Dinosaurier zeigst. Das ist ja auch immer fast bei solchen Sachen so. Weißt du, was auch kommt? Was denn? Habe ich auch einen Trailer gesehen. Chip und Chap, der Film. Chip, 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 Chip und Chap. Das sage ich dir aber jetzt besonders, weil... Ich bin insofern jetzt nicht so wahnsinnig begeistert, weil... Ja. Habe ich auch nicht erwartet. Aber was ist besonders... Ja? Nur 5 Minuten? Was?
Chip und Chap, der Film. Warum ich den überhaupt erwähne, ist, weil er könnte, so wie ich vom Trailer das herausgesehen habe, so eine Art Roger Rabbit werden, so ein neuer Roger Rabbit. Ah. Und das fand ich eigentlich ganz witzig. Also der Film spielt heute. Und ist ja bei den Schlümpfen zum Beispiel irgendwie auch, aber nicht so schön gemacht. Nee, aber ich meine rein von auch thematisch, weil er spielt sozusagen in einer Welt, wo vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren oder 25 Jahren Chip und Chap die Serie lief. Und die sind halt so Toons, die in der Realwelt und in Hollywood leben und die haben halt das gedreht, und jetzt, Chip und Chap. Und jetzt drogensüchtig sind. Und so ein bisschen. Ja. Und sie haben sich halt auch auseinandergelebt und dann begegnen sie sich wieder. Und Chip, der mit dem Indiana Jones Hut, sieht halt noch aus wie damals, ist gemalt. Und dann kommt Chap und sie ist im Trailer so, und der ist halt so eine CGI-Figur. Und meinte, ja, ich habe mich CGI operieren lassen, ist ja gut. Und sie glaubt, in dem Trailer, also du kriegst nicht so richtig mit, worum es geht, aber es ist halt so eine ähnliche, sie begegnen anderen Figuren auch, aus anderen, dann gibt es irgendwie, ich glaube, ich weiß nicht, was das da Einspielung ist, ob auf Beowulf, diesen Beowulf von, ich weiß schon, diesen, da begegnest du so zu einer Wikinger-Figur, sie steht so vor ihm und er sagt, hallo, redest du mit uns? Ja klar, ich gucke euch ja auch direkt in die Augen. Sagt, nein, wir sind hier unten. Nein, ich gucke euch genau in die Augen. Das kann sein. Und das ist also, und das fand ich irgendwie ganz witzig, weil wir beide auch Roger Rabbit sehr mögen. Und das, also vielleicht ist das sogar was für, auch für Erwachsene, Chip und Chap, der Film. Wovon es auch einen Trailer gab jetzt von der kommenden Serie von der Herr der Ringe. Die Ringe, ja. Die Ringe der Macht. Ja, ich glaube, er spaltet jetzt schon die Kinogemeinschaft. Ich bin etwas skeptisch. Ich habe auch einen Trailer gesehen und fand den visuell sehr interessant. Mhm. Aber ich weiß gar nicht, ob ich mir das anschauen möchte. Ach naja, dadurch, also anschauen möchte ich mir das schon gerne. Also, bloß es ist natürlich. Du kannst ja auch irgendwie nur alles falsch machen. Ne? Entweder haust du genau in die Kerbe, dass du so das Gefühl von den Peter Jackson-Filmen haben möchtest. Und oder du möchtest den Leuten recht machen, die diese Filme mögen, oder du möchtest den Tolkienianern recht machen, die, glaube ich, jetzt schon mit dem Arsch rum sind. Und ich glaube, im Endeffekt, das kann einfach eine spannende oder eine fetzige Fantasy-Serie werden. Ob es jetzt Herr der Ringe Flair im Sinne von den alten, von diesem Film hat oder nicht. Es ist halt, ich denke, ich gucke das auch und denke dann so, das ist da gibt es so eine kämpfende, ja. Das ist Galadriel. Und denkst, nee, Galadriel ist doch die so ein Nachthemd durch den Wald, so ganz schwer. Das spielt vor oder nach dem Herr der Ringe? Vor, lange davor, vor. Ne? Das lange ist doch quasi vor. Die Geschichte. Das ist, also ich glaube, diese Serie, das ist glaube ich, auf Geschichte. Vier oder fünf Staffeln ausgelegt. Und es basiert auf dem Silmarillion? Nee, noch nicht mal so sehr auf dem Silmarillion. Es basiert eher, also teilweise, weil das Silmarillion wäre noch, glaube ich, vor dem ersten Zeitalter oder sowas. Ich bin da jetzt auch nicht so drin. Ich glaube, es ist das erste oder zweite Zeitalter. Irgendein, ich glaube, oder das zweite Zeitalter haben die Rechte gekauft und haben aber auch irgendwie, das habe ich ja so gehört, das erste dürfen sie eigentlich nicht tangieren und haben aber trotzdem die Rechte von den Anhängen der Herr der Ringe, wo hinten dran, und da sind aber auch Sachen erklärt, die im ersten Zeitalter vorkommen, deswegen können sie die in Rückblenden dann trotzdem irgendwie einbauen oder so. Ich glaube, dass die Serie im Endeffekt da enden wird, wo der Herr der Ringe anfängt, in dem Rückblick, nämlich mit dieser Schlacht, wo Sauron verliert. Mhm. Im letzten Bündnis. Ich glaube, da wird das dann wahrscheinlich irgendwie drin gipfeln. Du wirst vielleicht sehen, wie die Ringe geschmiedet werden eben und Sauron an die Macht und dann wieder auch verliert. Mhm. Spannend kann das schon werden. Ja, ist ja witzig. Ab 2. September oder sowas. Kaufen Sie die Rechte für diesen Teil des Buches? Und das ist ja, wer verkauft die überhaupt? Sind das die Tolkien-Erben oder was? Ich gehe mal davon aus, wer die Rechte halt hat. Was ist das? Must See? Das steht da. Das ist ein Bild. Also eigentlich ist es Werbung für ein Artbook von James Cameron. Ich möchte aber gern sehen, was da zu sehen ist. Ja, aber die Zuschauer ja vielleicht auch. Aber ich will es auch sehen. Die Kunst ist... Und ich werfe einfach nur meinen Raum. Braucht jemand wirklich Avatar 2 und 3? Nein. Ne? Ich denke auch immer, weil da gibt es sich halt der Leben. Also Avatar 1 kann man ja machen. Es wird ja jetzt schon gefeiert wie bescheuert, der zweite Teil. Aber ganz ehrlich, wenn ich dieses Bild sehen würde, dann denke ich, es ist ein Animationsfilm. So sieht's aus. Das ist doch kein, quasi CGI-unterstützt, also stützendes Format, sondern das ist einfach ein Animationsfilm. Und ich finde, das war bei Avatar in 38K und in 5D ausgestrahlt. Aber ich denke, alles, was mir von diesen blauen, man kann die blauen langgliedrigen Wesen erzählt wurde, reicht mir auch, um das zu. Also vielleicht wird es ein ganz toller Film und nichts gegen Animationsfilm, aber ich denke dann immer so, das ist doch kein, also nicht das, was es eigentlich sein möchte. Dann wäre ich gespannter gewesen auf Titanic 2.
den es ja gibt, aber einen anderen Titanic. Ja, von Asylum bestimmt oder sowas. Quasi, ich weiß gar nicht, ob es Asylum, ich glaube schon, ich habe übrigens den Light Tower quasi, das Äquivalent zum ersten Offizier gesprochen, in Titanic 2, falls ihr den mal seht bei Schläferz oder so. Ich meine, andererseits, wenn es Leute gibt, die das, man muss ja auch nicht jeden Blockbuster feiern und sich nicht in alle Franchise mit reinhängen, aber ich dachte damals den ersten, habe ich gesehen, gut, war okay, war dieses ganze Neon-Gedöns ist nicht ganz so meine Ästhetik gewesen. Ja. Aber wenn da zum und Beispiel... Und wie du damals so schön sagtest, im Grunde genommen ist das ja... Der mit dem Wolf tanzt mit Schlüpfen. Ja. Es ist ja genau dieselbe Geschichte. Absolut, was ja auch nicht der einzige Film ist, der so eine Geschichte aufgreift, ne? Aber ich denke, es war auch immer, du hast diese Armeewelt gehabt, das war alles okay. Und dann hast du halt diese komplette CGI-Welt gehabt. Und wenn die dann aufeinander trafen, dann sah es auch nicht mal besonders gut aus. Also wenn dann der Bösewicht dann in seinem CGI-Roboter saß und was, dann sah das auch immer so aus, wie der sitzt in dem... Ja. Ich höre immer mal wieder was von Filmen, die ich eigentlich ja mal gucken wollte, vor denen ich Angst habe. Kennst du das auch? Hast du Angst, Filme zu gucken? Weil du denkst, dass die so furchtbar sind oder so. Weil du lest manchmal in der Szene manchmal auch so, oh, das geht so an die Nieren oder. Ach so, meinst du, das also ist entweder nicht das wegen ist Horror, sondern weil. Beides. Ich werde mal. Berührend. Weil zum Beispiel kam jetzt ein Film, den möchte ich gar nicht unbedingt sehen, aber der so unglaublich brutal gewesen sein sollte: Sadness. Ein koreanischer Film. Jemand was davon gehört? Der ist mehrmals an der, also er ist schon ein bisschen älter und ist mehrmals an der FSK gescheitert und ist jetzt aber ins Kino gekommen und soll ein Virus, der irgendwie sich verbreitet, ein Zombie-Virus, nur dass die Zombies nicht so, also nicht, sie werden nicht direkt Zombies, sondern die Menschen entwickeln eine ganz tiefe Traurigkeit, niedrigschwellige, also die Gewaltbereitschaft steigt, also die Hemmungen sind ganz niedrigschwellig und alles wird, alle die werden ganz sadistisch sexuell aufgeladen und extrem Gewaltbereitschaft und haben dann ganz großen Spaß dran. Wo ist der Unterschied zu jetzt? Nein, okay. Die machen es halt. Ja. Alles. Und der soll unfassbar blutig sein. Und da denke ich auch so, ja, weiß ich gar nicht, ob ich mir sowas, also den will ich jetzt gar nicht unbedingt gucken wollen, aber und dann habe ich in einem anderen Podcast von einem Film, von einem alten Film, der sehr interessant klang, wo einer meinte, dass... Vielleicht ist der auch ein bisschen im Zuge von so einem Erfolg wie Train to Busan oder sowas auch jetzt vielleicht dann überhaupt auf den europäischen Markt. Das kann sein. Also so alt ist er jetzt auch noch nicht. Also war ja auch wieder Zombie quasi oder so. Ne? Kennst du aus den 80ern Come and See? Ja. So ein Kriegsfilm mit Partisanen und sowas und einem relativ kleinen Kind, also ein Junge, der dann Kriegs... also quasi so ein Kindersoldat wird und mit dem Partisanen irgendwie mitzieht oder sowas. Wo auch einer in einem anderen Filmpodcast meinte, dass ja, das muss man sich mal gesehen haben und weil es geht so, also macht was, verändert, also haut voll rein. Und dann habe ich Bilder mir angeschaut, wo wirklich dieses Kind siehst und du denkst, boah, der sieht so alt aus. Also wie der sich irgendwie anscheinend innerhalb dieses Filmes so verändert und was das mit ihm macht und so. Klingt wahnsinnig interessant, aber das ist auch so ein Film, also die Angst ist ja vielleicht übertrieben, sondern wo du sagst, oh, ich würde ihn gerne sehen, mal würde mich mal interessieren, aber... Ich nenne das ab jetzt das Prisoner-Syndrom, weil das ist ja bei dir genau derselbe Grund. Genau. Wenn du dann so mal einen Film gucken willst, dann eben nicht. Eben. So ein Film, der so in die Nieren geht. Ähnliches Ding, das hat lustig, weil das jetzt letztens Christian in der unserer hier dreifach Film Dings da gehabt hat, der Goldene Handschuh. Wollte ich mir eigentlich auch mal angucken. Und auch da immer so, habe ich Lust drauf, mir sowas... Entschuldigung. Hast du den gesehen? Nein. Weil er dich auch nicht interessiert oder weil du auch sagst... Ich habe gar nichts mitbekommen. Der ging komplett an mir vorbei. Hast du gar nicht von gehört, dass es den gibt? Nein. Ah! Ich habe es nur jetzt bei Christian gehört. Echt? Er ist komplett an mir vorbei. Er basiert doch auf irgendwelchen Massenmörder-Dings. Und da ist halt einer so... Das ist halt alles so hässlich. Also der Typ, der hat eine extrem krasse Maske, der den spielt... Und Das ist Fatih Akin. Oh, Midsommar. Midsommar ist auch so ein Film. Ist auch so ein bisschen so ein Film. Den kannst du dir in Ruhe angucken. Ja. Du musst nicht sehr begeistert sein. Nicht? Nee. Okay, aber es haben viele gehört, die da sehr begeistert sind. Ja, waren. Das oder ist... Oder sagen, es ist so ein ganz anderer... Oder Horror kann auch im Hellen stattfinden, bei schönem Sonnenschein oder so. Das sowas, stimmt, ne? Auch. Aber der Film macht Fässer auf über Fässer und behauptet... eine Tiefe und eine Tiefsinnigkeit, die wir beide zumindest, es ist total aufgeblasen. Er behauptet sehr viel Kunstfilm, aber zum Schluss ist es eigentlich so ein typischer Klischee-Horrorfilm. Ja. Und wenn man auch weiß, von wem das ist vom gleichen Macher wie zum Beispiel Conjuring, dann überrascht mich das auch nicht. Okay.
Wir waren ziemlich enttäuscht. Naja, du bist halt manchmal auch ein Gefangener ein bisschen im Genre, ne? Und dann. Ja, aber das, man kann. Okay. Man könnte auch dazu stehen, dass man das so und so macht und nicht so tun, als wäre man der neue, keine Ahnung, Almodovar oder irgendwas. Mhm. Ja, das wollte ich auch mal so. Also, hast du auch solche Filme, wo du sagst? Gibt's. Also ich mir gerne, aber auch so Horrorfilme. Scheue ich mich ein bisschen vor. Gibt Sachen, wo ich. Weil ich kann Horrorfilme nicht so. Ich kann das auch nicht mehr so sehen. Kommen. Weil ich. Konsumieren. Konsumieren. Weil ich tatsächlich oft mich grusel. Also ich grusel mich oft sehr bei manchen Sachen. Und klar, ich habe mal manchmal mehr Lust auf sowas als jetzt auf einen Film, der mir auch, weil ich einfach vielleicht dazu gar nicht bereit bin, mir so einen ernsten Film anzugucken mit einem sehr ernsten Thema. Das geht halt auch nicht immer. Aber Angst würde ich jetzt nicht sagen, aber. Eine Scheu. Ja. Ich liege jetzt nicht Angst. Du würdest suggerieren, dass ich auf dem Draußen jetzt denke, ich muss ihn gucken, aber ich will das machen. Nein, aber so eine Scheu, weil ich denke, versaue ich mir damit irgendwie den Tag und renne dann bloß mit einem Klops im Bauch rum oder sowas. Wobei ich ja sogar manchmal noch ein bisschen mehr solche Filme gucke als du sogar. Ja, ich stehe ganz ehrlich dazu, dass ich oft mich flüchte in entweder genau diese Remakes, Sequels, Prequels, Hollywood, Blockbuster-Welt oder halt zurück, das habe ich jetzt auch wieder gemerkt bei der Recherche auf die nächsten Folgen, die kommen, dass ich denke, oh mein Gott, ja, die 80er, 90er, ja, das ist einfach, das gibt mir teilweise ein gutes Gefühl. Da habe ich Freude dran. Alte Filmmacherei und so. Also ich finde, das war eine schöne erste Folge. Ja, also das war jetzt vielleicht noch nicht so richtig strukturiert. Ich hatte mir irgendwann mal so vorgestellt, dass man dann vielleicht sagt so, bam, jetzt im Kino oder bam, da freuen wir uns drauf, dass man quasi noch 5 Zwischenjingle hat. Ja, und sowas. Das machen wir. Aber wenn es was gibt, meine, wir können ja zum Beispiel auch Fragen beantworten oder also, das haben wir immer schon gesagt, ne? Wenn es irgendwie mal noch was gibt, worüber wir reden sollen oder werft was in den Raum. Wir freuen uns über jeden Impuls, über alles, was kommt. Genau. Ich habe was in den Raum Handcreme. Geworfen. Zum Beispiel. Lass uns mal werf Handcreme in den Raum. Der Film. Handcreme, der Film. Nein, das können wir ja auch noch. Jetzt flutscht. Das können wir noch so ein bisschen ordnen, was wir da jetzt eigentlich machen wollen. Es ist ja jetzt quasi sozusagen wie eine Art Pilotversuch. Genau, ein kleiner Versuch, weil wir ja dann die dritte Staffel irgendwann auslaufen lassen. Ich würde das auch, um dir die Angst zu nehmen, ich würde das jetzt auch nicht jeden Monat anstreben, aber vielleicht machen wir vor dem Sommer nochmal sowas, um zu gucken. Also man kann es ja jetzt alles auf so einem Zettel behalten, was genau. Die nächsten kommt. Und wenn wir das nächste Mal die normalen Filmtipps machen, hören wir vielleicht sowas auch noch. Mal schauen. Mal gucken. Und wie was die Resonanz ist, ne? Nein, wir machen das ja quasi für euch. Wir bereiten euch darauf vor, wir sind dann nicht also ganz weg. Für dich und für dich. Für euch beide. Genau, und wenn die Pilotfolge 45 Klicks schafft, dann wird es eine zweite Folge geben. Das würde ich auch sagen, oder? Genau, also. Aber was es. Wir jetzt, wenn's unter. Dann gucke ich mir die selber einfach 20 Mal an. Okay, gut. Also, wenn ihr ein bisschen Freude hattet, freut uns das. Schreibt es in die Kommentare, abonniert die Glocke. Oder lest euch die Glocke von Schiller durch. Macht, was ihr wollt, Hauptsache irgendwas mit Glocke. Und dann. Oh, Glocke, ich habe ja so. Und abonniert auch Gabi jetzt. Darum. Ja, die klingelt ganz toll. Egal. Das musst du mir unbedingt gleich erzählen, wenn die Kamera aus ist. Mehr von Uhren. Der Gabi sammelt nämlich Uhren. Also wenn ihr den Gabi was Gutes wollt, dann schickt ruhig ein bisschen Geld an mein PayPal-Konto. mit dem Stichwort Uhr für Gabriel. Und sobald das Geld für die Enterprise fertig ist, investieren wir in Gabriels Uhren. Jetzt schaue ich mir mal das Buch an. Mach das mal. Während das Bild so rausfadet. Genau. Oder? Oh, schau doch mal. Oh, da ist ein Rost auf deinem Buch. Es ist schon alles ein bisschen nass geworden. Ja. Ui, guck mal, wie das da fliegt. Wow. Das ist der Junge, ne? Der hat ja in Ghostbusters 2 mitgespielt. Aha. Der hat einer von diesen ekelhaften Kindern auf der Party, wo die am Anfang beim Geburtstag sind. Oh, okay. Mein Papa hat gesagt, ihr Ghostbusters seid der letzte Dreck. Ich glaube, das war genau der das gesagt hat. Mein Papa, weißt du, Ivo Neumann, der Ghostbusters ist der letzte Dreck. Das ist auch schön.